Sechs Imps. Wir haben Erstschlag. Das sieht schlecht aus für die Imps. War fast klar, aber das hilft dem Imp auch nicht mehr. Vierter Gellert. Bei Frieren ist die Intelligenz runter und dafür die Kraft hoch. Okay, wenn das hier weitergeht, sehen wir uns erstmal noch weiter um. Ah, hier ist eine Truhe. Unicorn, no. Tsuno. Das Horn eines Einhorns. Okay. Mal sehen, was das ist. Ich glaube, das ist ein Kampf-Item, Leute. Das hat Bastner 16, Leute. Wird verkauft. Okay, die. Du hast noch eine Truhe versteckt. Drei Basilisken. Gehen wir erstmal in die Tür rein. Die ist gerade näher. Okay, sie haben doch 700, mehr als 743 Leben. Oder das Leben ist unterschiedlich bei denen. Naja, so oder so sterben sie. Also 500 Gil erhalten. Gehen wir mal kurz rein und eine. Da ist nichts. Ja. Ein. Hermes no Kutsu. Von Hermes? Die Schuhe. Das hört sich an, als wären das auch Rüstungsteile, Leute. Und mal. Wir können ja keine Schuhe anziehen. Sind das dann doch Items? Hermes. Ah, Hermes Schuhe. Warum man den Hermes schreibt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und die haben denselben Effekt wie Hast 8. Wird verkauft, Leute. Ein Platz habe ich noch. Das wird jetzt dann echt ein bisschen knapp. Schon wieder hier. Komm jetzt ein Landmaulbohr und ein Basilisk. Wir haben Erstschlag. Siebenhundertsechsundvierzig.
Naja, immerhin einer besiegt. Und der andere ist schon angeschlagen. Da ist er weg. Gilhalten. Bei Freni ist die Intelligenz rund und die Kraft hoch. So, da wird jetzt nochmal geheilt. Voll. Und... ja, egal. Voll. Madoshi, also wieder ein Magier. Yoko Kokomare Kita, also gut. Ihr habt es gut bis hierher geschafft. Daga Watashi o Tausaneba Konosaki Eva Susumenso. Also er sagt genau das gleiche wie die anderen beiden Leute. Wir kommen nicht weiter, wenn wir ihn nicht vorher besiegen. Madoshi ga Kyodaika Shita, also er wird wieder zum Riesen. Ist er jetzt ein Donnerriese? Würde ich jetzt behaupten. Thunder Gigas. Ja, ein Donnerriese. Wow, okay. Wir machen mal Shell. Und die anderen greifen einfach an. Hä? 0 Punkte Schaden? Und da greift er normal an? Nein, das war kein normaler Angriff. Okay, warum macht Richard keinen Schaden an dem? Seltsam. Na egal. Verteidigung geht vor. Protection. Inazuma. Auf ein Ziel. Zum Glück hat Freyone den Diamantschild. Der ist, hat Blitzresistenz. Jetzt hat Maria keinen Schaden gemacht. So. Blink. Ganseki. Ganseki. Heißt der Angriff. Keine Ahnung, was der macht, Leute. Egal. Einfach nur Schaden, vermutlich. Der ist wirklich widerstandsfähig. Also da muss ich dann noch ein bisschen die Gruppe besser buffen. Aber jetzt erstmal hier noch Barrier. Also es war gut, dass wir Free und Yamana gegeben haben. Aber die anderen brauchen es tatsächlich nicht zwingend. Er macht so wenig Schaden an uns. Nur seine Verteidigung ist ziemlich hart. Das tat dann doch weh. Ich glaube, es hat ihm nicht gefallen, was ich gesagt habe. Aber wir zermürben den schon noch. So, als nächstes Wall, dann müsste die Verteidigung fertig sein. Ich frage mich, was danach noch kommt. Ist der Turm dann fertig oder... kommt noch ein weiterer Boss. So, also wir haben jetzt hier alle. Dann machen wir jetzt Aura, um unseren Angriff zu stärken.
Gelbe und weiße Aura für Freonir. Weiße Aura für Maria. Weiße Aura für Guy. Weiße Aura für Richard. Das sieht nicht sehr viel gestärkter aus, Leute. Winter werde ich Freonir, Guy mal heilen müssen. Aber ich bin ja mit den Buffen noch nicht fertig. Denn jetzt wird der Eisriese gedebufft. Nicht Eisriese, Donnerriese. Oh, die grüne, die Giftaura. Drei Auren weg. Drei Barrieren, so. Inazuma auf Guy. Ah, da ist er weg. Gerade als Freonir mit den Buffs fertig geworden ist. Gill erhalten. Bei Freonir sind die AP hoch. Bei Guy ist die körperliche Fitness hoch. Die AP sind hoch. Keine Items bekommen. Ich heile mal. Hey, Moment mal. Freonir hat über 1000 Leben jetzt. Juhu. So, ich werde jetzt dann sowieso, also wenn, ich werde jetzt mal nach oben sehen, Leute. Wenn wir es jetzt immer noch weitergehen, wenn wir immer noch nicht ganz oben sind, dann höre ich einfach auf. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Ja, er hat schon 4400. Wie hoch ist seine körperliche Fitness eigentlich? Das interessiert mich jetzt mal. 91. Jedes Mal, wenn also seine Lebenspunkte erhöht werden, sind es 91 Punkte, die erhöht werden. Heftig. Eigentlich hat Guy schon richtig gute Werte. Wie sieht das bei Maria aus? Ja, Maria hat auch richtig gute Werte. Richard. Ja, ginge besser. Sein Wert für kritische Treffer ist ziemlich hoch. Wenn es der ist, bin mir nicht mehr sicher. Ich bin zu faul zu übersetzen gerade. Und uff. Weisheit A9, Leute. Geschwindigkeit A7. Ich glaube, Spongy Centerfox hat mir ja geschrieben, dass das ein Fehler ist. Die Werte haben ein gedachtes Maximum von 99 tatsächlich, aber das wurde nie umgesetzt als tatsächlich rechnerische Grenze, wodurch es dann Überlauf kommt. Das heißt, ich habe hier tatsächlich jetzt wahrscheinlich, ist das ein Buchstabenüberlauf, also Zeichensatzüberlauf. Das sollte eigentlich jetzt die 10 sein, also 190 wahrscheinlich bei Weisheit, A9. Und die 0 wird einfach weggelassen, oder der 1er wird weggelassen. Der 10er wird dargestellt als die 9. Und der 100er hat einen Überlauf und ist das A geworden. Also nach der 9 kommt offenbar das A im Zeichensatz. So interpretiere ich, so denke ich mir das zumindest, Leute. Das heißt, Freonir hat 170 bis 179 Geschwindigkeit und 190 bis 199 Weisheit. Das wäre ein bisschen problematisch, Leute, denn das sind, glaube ich, nur normale Bytes. Definitiv unsigned. Wenn sie signed wären, dann wäre der Überlauf schon da. Und wenn die dann einen rechnerischen Überlauf haben, Leute, dann fängt das wieder bei 0 an. Also bei Freonir müssen wir aufpassen. Bei den anderen geht's noch. So, sehen wir mal nach. Was kommt jetzt hier? Okay. Ich glaube, ich höre jetzt hier auf, Leute. Guy darf jetzt einmal Teleport machen. Wir müssen eh verkaufen. Ich glaube, wir haben nur noch einen Platz. Das heißt, jetzt wird erstmal Guy geheilt. Und weil ich mir sicher bin, dass ich das bis zum nächsten Mal vergesse, werden wir das doch gleich machen. Die Items zu verkaufen. Speichern noch.
So, wo ist die Stadt? Ah, ist die gleich hier? Vier Goblins. Naja, da können wir ein bisschen üben wieder. Machen wir Protection. Und die haben kein Mana mehr, also greifen die aber nicht alle denselben. Ich frage mich, ob die jetzt dann abhauen werden. Selbst Maria macht bei den Goblins über 1000 Punkte Schaden. Das gefällt mir. Ich glaube, der Goblin wird nicht mal drankommen. Richard wird ihn jetzt einfach besiegen. Ja. ...137 Gil erhalten. Bei Maria ist die Intelligenz runter und die Kraft hoch. So, gehen wir erstmal ins Gasthaus. Geheilt sind wir ja. 1150 Gil für Mana-Wiederherstellung, Leute. Wir haben schon sehr viel Mana inzwischen. So, verkaufen wir. Den Zaubererstab brauchen wir nicht. Das Erdschwert ist mittlerweile das Schwächste, das wir haben. Den brauchen wir nicht, den brauchen wir nicht. Die Eisarmor auch nicht. Den auch nicht. Die Eislanze auch nicht. Nein, nein, nein. Okay. Dann kaufen wir. Ich hätte gerne... Was haben wir eigentlich noch alles? Wir haben... Okay. Ich hätte gerne eine zweite Cottage. Und dann hätte ich gerne noch zwei Elixiere. So, jetzt haben wir vier Elixiere. Also für jeden ein Ersatz noch im Inventar. Und zwei Blockhütten. Das heißt, wir können notfalls da wieder ein bisschen was machen. Gefällt mir. So, Leute, dann speichern wir. Und dann haben wir den Turm heute leider doch nicht geschafft, aber hoffentlich dann beim nächsten Mal. Denn ich kann mir kaum vorstellen, dass er noch viel größer ist. Aber mal sehen. Bis morgen, Leute. Ciao.